Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 29.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Und wir haben neue Styles von Shade und von dem Rebel. Sieht schon immer ziemlich cool aus. Wir fangen auf der rechten Seite an mit dem Kommando. Kriegt von mir 5 von 10 für 800 V-Bucks. Der Kommando hat hier ein Voting von 3,83 von 5 bei 66 Votes. Am 11. November 2017 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 26 Mal 287 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 22. März 2019 vor 68 Tagen. Der Elektro-Swing für 500 V-Bucks. Mega geiler Emote. Kriegt von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,74 von 5 bei 102 Votes am 22. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 10 mal 572 Reminders. Das ist wirklich beeindruckend. Das letzte Mal im Shop am 9. Mai 2019 vor 20 Tagen für 500 V-Bucks Elektroswing. Die Maki-Meisterin haben wir jetzt auch schon mehrfach im Shop gehabt. Ja, Maki-Meisterin kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von 4,09 von 5 bei 47 Votes. Am 21. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 8 mal 79 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 2. Mai 2019. Vor 27 Tagen. Für 1200 V-Bucks die Maki-Meisterin. So, gehen wir hier rein. Total Funky. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Kriegt von mir 7 von 10. Für 200 V-Bucks Total Funky. Und Total Funky hat hier, bin ich ein wenig überrascht, 2,75 von 5 bei 8 Votes. Am 5. Mai 2019 das erste Mal drin gewesen. Zweimal seitdem. 4 Reminders. Die Kuppelhacke für 800 V-Bucks. So, und dieses Gaspedal. Dann hast du hier. Ja, also was heißt. Das ist die Kupplung dann. Dann hast du hier unten auch noch da. Die schwarze 8 vom Billard. Als Schaltknüppel. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Teil kriegt von mir 6 von 10. Das ist die Clutch Axe. Clutch Axe hat hier ein Voting von 3,36 von 5 bei 11 Votes. Am 3. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 7 mal 9 Reminders. Letzte Mal im Shop am 29. April 2019. Vor genau 30 Tagen. Fackelwirbel haben wir ein geiles Video zugemacht. Jetzt hier oben verlinkt in der rechten oberen Ecke. Kriegt 10 von 10 von mir. Mega geiles Teil. Ist der Fire Spinner und der Fire Spinner hat hier ein Voting von 3,95 von 5 bei 19 Votes am 30. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem 15 Reminders. Jo, das letzte Mal am 14. Mai 2019 im Shop gewesen. Gerade mal vor 2 Wochen. Ja, dann haben wir hier dieses Bestie-Core Set. Da klicke ich mich ganz kurz mal durch. Dazu habe ich ja bereits ein Video gemacht. Bestie-Core hier mit diesen Styles. Ist oben jetzt verlinkt in der rechten oberen Ecke. Das hier sind diese Rucksäcke da. Ich persönlich bin kein Fan von dem Set. Diese Picky hier finde ich allerdings ganz cool. Ja, könnt ihr euch ja angucken. Ich klicke mich nur ganz kurz mal durchs Voting durch. Haben wir noch die Lackierung, müsste ja auch noch irgendwo sein, genau. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier nach den Lackierungen. Oh mein Gott. Also, los geht's. Reno Lackierung 1,5 von 5 bei nur 4 Votes.
6 Reminders. Der Gleiter 2,2 von 5 bei 20 Votes. 5 Reminders. Die Picker, der Mauler 2,56 von 5 bei 25 Votes. Und der Beast Mode 2,51 von 5 bei 45 Votes. Ja, ich bin auch nicht so begeistert von diesem Set gewesen. Erklärt einiges. Wie gesagt, verlinkt oben in der Ecke gewesen. Oben rechts ist dieses I. So, dann haben wir Arachni für 2000 V-Bucks. Mega geil. Kriegt von mir 10 von 10. Finde ich mega nice. Gerade auch hinten das Backpack. 3,57 von 5 bei 207 Votes am 21. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 8 Mal 132 Reminders. Ja, und das letzte Mal im Shop vor 32 Tagen am 27. April 2019. Arachni. Hier da hinten ist dieses geile Backpack. So, dann haben wir den Netzfetzer. Oder den Webbreaker. Und der Webbreaker kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 3,38 von 5 bei 16 Votes am 21. Oktober 2018. Das erste Mal drin gewesen, 8 Mal seitdem, 28 Reminders. Das letzte Mal im Shop auch vor 32 Tagen. Ich schätze mal, war es komplettes Set drin gewesen. So, für 800 V-Bucks, der Netzfetzer. Dann nochmal diesen Flugweber, mega geiles Teil. Kriegt definitiv von mir 10 von 10 für 1200 V-Bucks. Das ist der Hatchling und der Hatchling hat hier ein Voting von 3,57 von 5 bei 23 Votes. Dann haben wir den Spider Knight. Hat sich der sofort ja auch geholt für 20, also für 2000 V-Bucks. Mega geiles Teil. Kriegt von mir auch 10 von 10. Ist für mich eins der geilsten Sets eigentlich überhaupt im ganzen Spiel. Also gibt wenige Sets, die ich so geil finde wie das hier. 4,05 von 5 bei 82 Votes. 222 Reminders. Sensationell. Ja, dann sind wir auch schon durch mit dem Set hier. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Style. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Was ist es? Wie ist es? So, okay. Shade. Shade kriegt hier einen neuen Style. So sieht sie normal aus. Ja. Und so sieht Shade aus mit dem neuen Style. Und das, finde ich, sieht mega nice aus. Also auch wieder so ein Biker-Skin. Ja. Aber diesmal richtig cool irgendwie, finde ich persönlich. Finde, das macht schon irgendwie was her. Das Teil. Kann man mich da sehen? Kann man mich da sehen? Kann man mich da sehen? Nein, kann man nicht. So, und dann haben wir hier natürlich nur einen Spaß. Ich weiß, dass man mich da nicht sehen kann. So, also, und hier ohne Helm. Mega geil. Also ich finde, Shade sieht jetzt hier auf die Art und Weise deutlich, also wenn man es jetzt mal vergleicht, ne, das hier zu dem da, da liegen da Welten dazwischen. Also Shade kriegt jetzt von mir tatsächlich 8 von 10. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob das Sinn macht, jetzt hier das letzte Voting einzublenden, weil Shade ist natürlich jetzt deutlich viel besser geworden. 3,18 von 5 bei 38 Votes. Am 3. August 2018 ist erstmal drin gewesen, 8 Mal seitdem 54 Reminders. Das ist cool, also mega geil, gefällt mir sehr gut für 1500 V-Bucks Shade. So, dann haben wir als nächstes den Rebell, den Maverick. Kommen wir mal ganz kurz rein, reinschauen. Haben wir hier auch verschiedene Styles bei Maverick. Auch hier, die Jacke sieht ja mal geil aus, ne? Diese Venom-Jacke. Ist richtig cool, gefällt mir sehr gut. Und so sieht er, so sieht er mega cool aus. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also das hier, der Maverick war ja vorher okay, ja. Aber das hier sieht gigantisch geil aus, muss ich echt sagen. Und jetzt kriegt der Maverick oder der Rebell von mir
8 von 10. Diese Styles sind cool. Coole Idee von Epic. Danke dafür. Nice, Leute. Jo, Maverick jetzt ab sofort 8 von 10 von mir. So, und hier haben wir jetzt ein Voting. 3,45 von 5 bei 40 Votes. Am 3. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 9 Mal seitdem, 74 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal rein, wenn es wieder das Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Enkel, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.